Hallo, schön. Willkommen zurück zu Season After Fall. Höchstwahrscheinlich die letzte Folge, denn wir werden hier den Altar komplettieren. Hoffe ich einfach mal. Oh, wobei das auch ein bisschen komplizierter aussieht. Wir brauchen Schnee. Das dürfte aber jetzt gar nicht so kompliziert sein. Das müsste doch dann eigentlich... Blub, 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 blub. Sag mir, dass das das hier ist. Nein. Okay. Wo schießen wir das denn dann ab? Oh, hier hinter. Na, klasse. Na, dann lass uns doch mal hier einen Haufen hinsetzen. Damit wir da nach oben kommen. So. Dann geht's hier doppelt mit dem Herbst weiter, oder? Mhm. Okay. Ein erstes Dingens Bummenskirchen. Das ist... Oh. Das bringt mich über zwei Nebelfelder weiter? Moment! Ach, wir sind hier gelandet? Okay. Ja, moin. Gut zu wissen. Okay. Dann haben wir hier ein Stückchen. Nice. Das war einfach. Noch langsamer? Alter, wie so ein alter Trabi. Okay, und dann... Gucken wir was. Ah ja. Noch mehr Wind. Dann ist hier ja... Okay. Alles klar. Einmal die Schneekanone. Kann ich hier hinten hoch? Jo. Plopp. Moment. Naja. Und ein sicherer Boden. Wunderbar, hätte mich auch gleich mitnehmen können. No. Jeez. Alter. 5 Jahre später. Na gut. Wir haben den Altar fertig. Mann, muss ich jetzt echt oben langlatschen? Okay. Komm, hau raus. Der Altar im Nebel ist komplett. Fup. Ey, Bärchen. War das ein Hinweis, dass wir jetzt kurz mal unserem... Die vier Hüter sind im Heiligtum versammelt. Oh. Alles ist bereit für das Ritual. Komm zu uns, Fuchs. Das musst du dir mit eigenen Augen ansehen.
Moment. Habe ich das jetzt... Habe ich das jetzt wirklich dreimal übersehen? Dass wenn diese... Ja, nennen wir sie mal Altarenergie... Moment, kann ich mit dem Altar hier... Nee. Habe ich das ernsthaft dreimal übersehen, dass wenn die Altarenergie in den Stein übergeht, dass dann kurz das Bild des Hüters zu sehen ist? Oder war das wirklich nur bei dem Bären der Fall, dass man das sieht? Falls das wirklich nur beim Bären der Fall ist? Okay. Falls man das bei jedem gesehen hat? Alter Lachs! War ich blind. Und nicht nur dann beim alten Lachs, sondern auch bei den restlichen Viechern. Jetzt wäre ich da fast wieder reingejumpert. Okay. Wir sind bereit, das Ritual der vier Jahreszeiten zu sehen. Vielleicht bekommt die Knospe ja den Fuchs. Ah, ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Ja. Vielleicht kriegt die Knospe ja den Fuchs zugeschustert und dann ist sie wirklich frei und kann rumlatschen. Wäre cool. Auch wenn die echt ausgerastet ist. Aber mei. In der Knospenpubertät kann das schon mal passieren. Piu! Wir sind wieder im Heiligtum unterwegs. Nice. Ich bin gespannt. Hoffentlich kommt wieder so eine geile Musik. Okay, die Träume sind alle da. Was passiert? Da bist du ja, Fuchs. Noch einmal danke für alles, was du getan hast. Piu! Das hat er von alleine gemacht, der Fuchs. Kranich? Oh. Aal. Zikade. Klapp, klapp. Möge das Ritual beginnen. Was ist sie? Nö. Was wäre aus dem Kreislauf der Jahreszeiten geworden, wenn du nicht gewesen wärst, Fuchs? Was? Keine Sorge. Die Knospe ist nicht verschwunden. Sie ist ein Stein. In dieser Welt nimmt nie wirklich etwas einen Anfang. Oder ein Ende. Wenn du weißt, wo du suchen musst und die Ohren spitzt, kannst du ihre Stimme immer noch hören. Können wir zum Ausgleich etwas für dich tun? Fuchs beleben. Ich verstehe, aber das ist nicht möglich. Oh no. So sehr wir dir auch helfen wollen, lieber Fuchs. Auch wir können nicht brechen, was bereits zerbrochen ist. Weine nicht um deinen Fuchs. Wir werden sein Opfer zu würdigen wissen. Oh no. Oh.
Oh, nö. Das Ende war ja beschissen. Was war das denn? Die Knospe hat sich in irgendwas verwandelt, was rumgeflogen ist, hat eine Bruchlandung gemacht, eine Blumenwiese erschaffen und wurde zum Stein. Tolle Zukunft für die Knospe. Da wäre ich auch durchgedreht. Und zum Fuchs sagen sie... Ja, den Fuchs lassen wir zwar das ganze Spiel da in der Mitte tot rumliegen. Und wir beleben den am Ende nicht wieder. Super. Klasse. Haben sie toll gemacht. Und was ist jetzt mit mir? Hier als Geisterfuchs bin ich jetzt... Was ist mit mir jetzt denn los? Ich kann doch so nicht in die Welt rauslaufen. Also, Spiel schön und gut. Spiel holt einen doch ab. Wenn man nicht so verplant ist wie ich und sich auch mal Sachen merkt, wo man schon gewesen ist und sowas. Schnieke. Ja, toll. Aber ich hätte es zum Beispiel gemeint, wenn man sich alle Träume holt und dann das Ritual vollführt. Ach, dann wird doch wohl ein gutes Ending bei rumkommen, oder? Nein! Die fucking Knospe wird ein fucking Stein. Wo ist denn da der Sinn? Hätte man die nicht in einen Schmetterling verwandeln können, damit sie ihren Traum verwirklichen kann, dass die frei ist und rumfliegen und irgendwo hingehen kann? Nein, sie wird ein Stein. Was soll das denn? Das ergibt doch null. Null Sinn. Aber auch gar keinen Sinn. Nee. Alter! Was ein Ending. Also, das Spiel an sich, es macht schon Spaß, wenn man auf solche Spiele steht. Es hat ein schönes Konzept mit den Jahreszeiten, dass man die auch miteinander verbinden muss. Zum Beispiel eine Wassersäule ist im Herbst klein, kann im Winter gefroren werden. Im Frühling ist sie groß und kann dadurch höher gefroren werden. Alles schön und gut. Problematisch wird das Ganze dann, das Spiel zu empfehlen. Wenn man das Ende kennt, würde ich das Spiel nicht empfehlen. Das Spiel macht zwar Spaß, aber das Ende zerstört das ganze Spiel, meiner Meinung nach. Wenn nach den Credits noch irgendwas Positives kommt. Wenn da nichts kommt. Dann bin ich echt unzufrieden mit dem Spiel. Da hätte man doch so viel Schönes draus machen können. Das Spiel ist ja hier auch kein... Es ist nicht unbedingt ein ernstes Spiel. Es ist eine schöne Story. Ein Märchen, das man spielen kann. Wieso kann man denn da kein Happy End einbauen? Und von wegen, wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du die Stimme der Knospe immer noch hören. Ja, genau. Ich lausche auch irgendwelchen blöden Steinen, die in der Natur rumstehen. Die arme Knospe! Haben die das mit ihr gemacht, weil die einen kleinen Aufstand geprobt hat? Haben die absichtlich in einen Stein verwandelt als Strafe? Wie pervers sind die Hüter denn bitteschön? Michi! Wäre die lieb und brav gewesen und hätte nach deren ihren Regeln gespielt, hätten die was Nettes für die gemacht? Höchstwahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Aber das? Sauerei ist es. Sauerei. Aber ich höre den Fuchs tapsen, glaube ich. Oh, bitte sag mir, dass noch was kommt.
Moment, jetzt haben die Träume irgendwas... Oh. Jetzt bewirken die Träume wirklich noch was? Ist das die Knospe? Kriegt sie wirklich den Fuchs? Natürlich laufe ich erstmal in die falsche Richtung. Man kennt's. Okay. Die Knospe ist hier irgendwo, denn das sind die Blüten, die wir gerade gesehen haben, als sie in den Boden gekracht ist. Das ist schön. Bitte sag mir, dass da noch ein gutes Ending bei rumkommt. Wow. Hab ich mich umsonst aufgeregt? Wow! Das, wo der Fuchs davor sitzt, das ist der Stein, wo die, den die Knospe erschaffen hat. Oder dass die Knospe ist. Der Stein ist weg. Sie ist der Fuchs. Ich bin der Fuchs. Wir sind der Fuchs. Und nun? Was passiert hier noch? Oh. Ende. Ja gut, kann die Knospe vielleicht Danke sagen, dass wir ihr den Fuchs zugeschustert haben? Aber der Stein ist weg, das heißt, sie ist der Fuchs. 100%! Heiligtum! 1.04 Uhr morgens. Ja, das ist korrekt. So was aber auch so, dann komme ich frei. Goodie! Immerhin! Immerhin ist das ein akzeptables Ende, weil man dann wirklich den Stein hat verschwinden sehen hinter dem Fuchs. Das heißt, Fuchs lebt irgendwie wieder, Knospe ist mit Fuchs zusammen und wir sind auch mit dabei. Das ist mal ein Dreier. Aber, wenn man sich nicht alle Träume schnappt, was passiert dann? Gibt zwei Möglichkeiten. Der Fuchs jetzt gerade war ja riesig. Erste Möglichkeit. Je weniger Träume man hat, umso kleiner ist der Fuchs. Zweite Möglichkeit. Wenn ein Traum fehlt, bleibt sie ein Stein und der Fuchs bleibt tot. Keine Ahnung, was davon der Fall ist. Aber ich bin froh, dass wir das noch gesehen haben. Das Ende ist trotzdem ein bisschen mau. Vor allem, weil die Knospe auch nichts mehr zu sagen gehabt hat. Die haben die Knospe einfach weggeworfen. Die Hüter der Jahreszeiten. Aber irgendwo ist die Natur auch so. Erbarmungslos. Natur hat keine Gefühle. Wenn ein Viech verreckt, dann ist es tot. Egal wie süß das aussieht, wird dann halt von anderen Viechern gefressen. Was soll's? Also, im Sinne von, aus dem Blickpunkt der Natur. Ist halt einfach so. Nö. So hat's das vielleicht noch rumgerissen. Aber wäre das nicht gewesen, Alter. Da wäre ich heute aber miesgelaut ins Bett gegangen.
Puh. Also gut. Seasons After Fall. Abgeschlossen. 100% passt. Bisschen lost unterwegs gewesen. Mei. Gehört halt dazu bei mir. wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Projekt. Ah, muss mir nur überlegen, was. Naja, es findet sich schon irgendwas. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.